Wir haben Ihnen geholfen und wir werden das weiter tun, dass Sie diese schwere Zeit durchstehen können. Wir haben dafür gesorgt und gekämpft, dass es Möglichkeiten gibt, Getreideexporte aus Russland und der Ukraine in diese Welt kommen zu lassen, was wichtig ist. Aber wir wissen auch, dass es darüber hinaus Konsequenzen gegeben hat, die uns und Europa auch betreffen. Denn gestiegene Energiepreise, mit denen mussten wir auch kämpfen. Fast